Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ja, Herr Höhne, bevor Sie zum Schluss gekommen sind, wollte ich meine Intervention noch einleiten mit, Sie sind da relativ sachlich geblieben, aber die Verzweiflung darüber, dass Sie keine Argumente gegen unseren Antrag haben, hat Sie dann doch wieder verleiten lassen, in so eine Schmutzkampagne überzugehen. Aber zu Ihrer Rede. Sie sagen, der Antrag ist zu früh. Ich kann mich erinnern, dass unsere Fraktion dreimal einen PUR beantragt hat für Lütjen. Was haben die Regierenden, was haben die Parteien hier gesagt? Sie haben mich zurückgewiesen, bis das Elend dann deutlich wurde und Sie ihn selbst eingebracht haben. Hätten Sie eher gehandelt, hätten wir dieses Elend auch eher gesehen und bekämpfen können. Zweitens, dieses laufende Verfahren, da muss ein PUR bereits kommen, denn die Einschränkungen, die freiheitlichen Einschränkungen der Menschen sind so gravierend. Dieses angstschürende Verhalten von Ihnen und Ihren Parteien ist so gravierend, dass wir unbedingt einsteigen müssen in die Analyse. Unbedingt. Denn es wird so sein, wenn wir kein Licht in das Dunkel reinbringen werden, werden Sie weiter diese unselige Politik machen. Und drittens, es geht gar nicht darum, jemanden ans Kreuz zu nageln. Das war bei dem Stolze-Vöcking-PUA so der Fall. Wir haben die redliche Absicht, für zukünftige Fälle, aber auch für den jetzigen Fall, zu untersuchen, ob die Entscheidungsinstrumentarien im März verlässlich waren. Sie waren es offensichtlich nicht. Das werfen wir niemandem vor. Aber wir müssen es doch eruieren. Das ist unsere Pflicht, aber Sie kümmert es alles nicht.